So, Hallöchen und herzlich willkommen zu der 16. Folge von dem Mini-Projekt hier in dem schönen Krater. Und warum ich vielleicht anders gestanden bin, liegt daran, dass ich zwischendurch schnell im Game-Mode war und das einzige Creeper-Loch in der Stadt gestopft habe. Jo, also ich hoffe, es stört euch nicht, aber als Server-Owner, Server-Admin und so muss ich das halt machen oder SFB-Wood. Joa. So. Ja, wir waren schon hyper erfolgreich. Wir haben genau ein Stack von Rubber. Also, Rubber, Wood und 15 Dings. Und dann habe ich gerade gesehen, dass meine zwei Great Wood Trees gewachsen sind. Was ja auch eigentlich übelst geil ist. Ja, das heißt, den muss ich hier nicht mehr abfarmen. Also ich mache es einfach nicht mehr. Und jetzt mache ich mir hier was sehr Gescheites. Und zwar das. Wow. Jetzt kommt von oben sicher gleich Wasser rein. Oh. Und... Nee, fast geflutet. Ja, ich war eben dick. So, jetzt muss ich wenigstens nicht mehr unter Wasser und das Ganze geht ein bisschen zügiger. So. Wartet schnell, ich muss ganz kurz die Stoppuhr anlassen. So. Uhr. Stoppuhr starten. So. Und jetzt Luft, 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 Luft. Puh. So, Luft. Ach, gut. Und jetzt ist mal auf die Kohle geschissen. Von der finden wir schon noch ein bisschen. Dort drüben ist die Stadt, das heißt, wir gehen hier durch. Yay. Hier durch den langen Wald. So. Ah ja. Ich habe mich in der Zwischenzeit ein bisschen mit Computercraft ja, beschäftigt, so kann man sagen. Aber ich muss mich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Und dann können wir vielleicht mal was da, was Gescheites damit anfangen. Und ja. Würde ich sagen, machen wir hier unsere Expeditionstour ein bisschen weiter. Ah, und übrigens der Creepy Cape ist noch online. Huch, da war gerade ein Lag. Die Kohle schnappe ich mir auch gleich. So. Ich schreibe schnell. Was machst du denn grad? Jo, so. Hui. Eben, also ich hätte mit ihm aufnehmen können, aber hatte einfach keine Lust. Wollte ein bisschen alleine sein. Weil ich bin ja so forever alone. Ja, komm auf, die Schweine sind, ist jetzt geschissen. Gehen wir auch mal ein bisschen weiter. Yay, Yupai di, Yupai da. Da ist ein Vulkan. Das hat sich jetzt so nicht gereimt. Darum höre ich jetzt auf. Oder? Ach ne, das. Ah ja. Lol. Meine Tastatur hakelt wieder. So. Lol. Ich glaube, das kann man Nuke nennen. So, da ist eine Spalte in die Luft gegangen. Cool, ein paar Rubine. Hol ich mir. Ja, wobei, nee. Ich suche für mich selber weiter. Jo. Und ich werde auch jetzt bald mal meinen Computer ein bisschen upgraden, so von Skype halt die Schnauze. Ja, ich werde ihn auf 16 GB RAM hochschrauben.
Ja, bei mir blinkt gerade alles hier herum. Eben, also ich werde mein PC ein bisschen hochschrauben, damit das Ganze ein bisschen flüssiger läuft. Weil jetzt läuft es ja noch nicht wirklich flüssig, muss ich zugeben, leider. Huch. Ein Schafelein, aber ich will eigentlich keine Schäfelein, ich will Kühe. Nein, nee. Ja, ich höre auf. Nee, ich mach Kühe. Ich mach Kuh. Kuh und ein NPC-Dorf wäre mir jetzt auch recht, weil mit Kartoffeln und Karotten können wir wissen, was auch mit einer Farming Turtle und so machen. Weil mit Karotten und so geht es besser als mit Weizen. Jo, wir laufen auch hier durch. Also wir schwimmen hier durch. Ja, der Baum ist sehr natürlich gewachsen. So. Und an den Lianen gerettet. Schuh und voll ins Wasser. Jetzt könnte ich natürlich, aber mache ich nicht. Oh, da vorne ist eine Kuh. Wuhu. Kuh, 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 Kuh. Yay, komm schon, du scheiß Kuh. Gib dein Leder her. Und dein Fleisch. Hat das Leder gedroppt? Nicht? Oh, ich brauch nur das scheiß Leder. Ach, ja, komm. Im Ultimate könnten wir es uns, glaube ich, aus Rotten Flesh machen, also Rotten Flesh in den Ofen schmeißen und dann gibt es lol. Und dann würde es, glaube ich, Leder rausgeben. Aber weiß ich gerade nicht, weil ich spiele eigentlich nur auf Fit bist alt light. Weil es da deutlich weniger leckt und wir haben keine Höhle gefunden. Yay. In der Wildnis. Ups. Caps Lock. Ja, wartet schon. So. So, das ist eine Eiswabe. Caps kann man so nennen. Hier ist ein bisschen Stein freigelegt. Da ist ein Skelett. Yay, XP. XP und ein paar Pfeile, glaube ich. XP. Ja, ich bin ein guter XPler. Gott, mein Deutsch, mein Deutsch, mein Deutsch. Meine Deutsche. Ich hab meine Güte, meine Deutsche. Ha. Warte schnell. Du scheiß Kuh, gib mir dein verschissenes Kackleder. Weil die droppen irgendwie. Yes, zwei Leder. Ich brauche eigentlich drei. Und doch, ich brauche drei Leder für ein Bücherregal. Ich habe drei Leder. Erstes Ziel erreicht. Aber was ist das so drüben? So etwas Rotes auf der Minimap? Ach ja, Honigwabe. Natürlich. So, da ist eine kleine Höhle. So, da ist nichts drin. Da geht's rein. Okay. Dann gehe ich da auch mal rein. Ja, da ist nichts viel. Nur ein Ember. Den nehme ich mir aber trotzdem mit. Ja, ein bisschen Eisen sogar. Wuhu. Ja, weil aus den Embern könnte man eigentlich auch gute Blöcke machen und haben die irgendwelche der Elemente? Ja, das Kristallelement haben die drauf. Kann man auch immer gut gebrauchen. Ein bisschen Marbel können wir auch farmen. Ein bisschen Marbelium. Die Stadt sieht man nicht mehr. Aber ich gehe hier durch. Wuhu. Er hat den Stadt-Waypoint. Ne, der. Den sieht man oft nicht mehr.
Yes, ein Silverwood. Ein Silverwood Tree. Lol. So. Die greife ich mir natürlich ab. Und den Baum auch. Natürlich. Schnell was in den Magen drücken. So. Und ich kann natürlich nichts einsammeln. Weil ein scheiß Gravel mich stört. Zwei. So, und jetzt muss ich ganz kurz hier Video-Settings von Grafaster Fancy machen. Fanze. So, dann gehe ich ein bisschen runter. Und, hä? Lol. Ja, sind es auch sonst keine Baumstämme. Soweit ich hier sehe. Also, wenn ich das richtig sehe, sind hier keine Baumstämme mehr drin. Nope. Aber ich... was mache ich jetzt? Gute Frage. Ich könnte hier jetzt noch ein bisschen rumrennen und ein wenig Holz sammeln. Komm. Kann man ja immer gebrauchen. Yay. Die Achse kaputt. Dann können wir uns hier eine Crafting Table herzaubern. So, und die lasse ich einfach dann mal hier. So, mit den Sapphiren, weil dann gibt es eine schöne stabile. Jo. Dann warte ich ein bisschen und die Bäume in der Nähe fälle ich jetzt einfach ab, damit wir auch alle Saplings bekommen. Und das Holz, ja. Können wir auch gebrauchen. Ich guck mal. So. Den da drüben noch. Ich mach ganz kurz. So. Damit ihr mein Geschwafel nicht länger ertragen müsst. Lol, so, hier drüben den noch. So, die Erde, die... Für was braucht man Erde? Ganz ernsthaft, für was braucht man Erde? Ja, den Apfel, den ich nicht einsammle. Und bitte drop was. Bitte... Ja, so, save the world. Er hat gerade geregnet. Keine Ahnung. Lol, es hat was gedroppt. Party in Haus. Wenn das nicht geil ist. Joa, das wär's gewesen. Den baue ich einfach mal ab, der Schönheit halber. Und ziehe dann weiter. Ach, komm jetzt. Nein, 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 nein. Lol. So. Ich muss da immer die Windows-Taste drücken, damit meine Tastatur wieder funktioniert. Und ist er noch on, ja. Komm schon, pennen. Abend ist es. So, ich gehe schnell zurück zu Crafting Bench. Pennen, bitte. Ich muss schlafen gehen, meine Mama erlaubt mir nicht so lange aufzubleiben. Bin... So, gut. Die Crafting Bench dürfte dort vorne gewesen sein, joa.
Jetzt mache ich mir ganz kurz hier was. Und zwar so eine Saphirschaufel. Und dann gehe ich mal weiter. Yay. So. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon bald Bäldele zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Yes, wusste ich doch. Ja. Dann hoffe ich, dass du mal wieder einschaltest oder einschältst, keine Ahnung. Ja. Dann tschüss und bis zur nächsten Aufnahme, wenn es heißt Feed the Beast. Tschüss.